Im Rennen um den SPD-Vorsitz hat das Kandidatenduo Olaf Scholz und Clara Geiwitz weitere prominente Unterstützung bekommen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius sagte gegenüber einer Zeitung, 30 Jahre nach dem Mauerfall brauche die SPD eine Ost-West-Doppelspitze. Es gehe um unterschiedliche Lebenserfahrungen und Blickwinkel. Deswegen unterstütze er Clara Geiwitz und Olaf Scholz. Zuvor hatten sich bereits Außenminister Heiko Maas und Familienministerin Franziska Giffey für die beiden ausgesprochen. Pistorius hatte sich ebenfalls gemeinsam mit der sächsischen Staatsministerin Petra Köpping um den Vorsitz beworben, war aber in der ersten Runde gescheitert. Neben Scholz und Geiwitz ist noch das Duo aus Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken im Rennen. Die Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Duos findet am 19. bis 29. November statt. Formal gewählt werden die neuen Vorsitzenden auf einem Bundesparteitag Anfang Dezember.